Heute befinden wir uns ja in St. Peter ob Junburg. Rundherum sieht man schon Christbäume über Christbäume. Neben mir steht Karl von Karls Christbäumen. Heute können wir ihn fragen, was hat es mit der Auswahl des richtigen Christbaums auf sich und spielt die Mondphasen wirklich eine Rolle? Die Mondphase spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle für die Nadelhaltbarkeit. Und der optimalste Zeitpunkt zum Ernten, zum Fällen des Christbaumes wäre 3 Tage vor dem 11. Vollmond. Das wäre bereits der 9. November gewesen, aber es geht auch vor dem 12. Vollmond. Und dann hat man sicher Gewissheit, dass die Nadeln sehr lange halten. Was sehr gut ist, wenn es vorher schon einmal gefriert, das war ja schon mal davor, dass wir Minustemperaturen gehabt haben, dann halten die Nadeln besonders lange. Von den Baumarten her ist die Nordmannstanne der Christbaum mit ca. 95%. Die restlichen 5% sind Blaufichten und Fräsertannen und diverse andere Tannenarten. Aber die Hauptbaumart ist die Nordmannstanne. Und sie wird eben in solchen Kulturen gezüchtet. Wir sind das ganze Jahr dabei bei der Pflege. Wir sind ca. bei jedem Christbaum zwischen 3 und 5 Mal pro Jahr. Und einmal müssen wir schauen, Zwiebel schneiden oder Pflegeschnitte machen oder düngen. Und auf jeden Fall müssen wir das Unkraut kurz halten, damit die Äste schön sich ausbreiten können. Also zwischen 3 und 5 Mal sind wir jedes Jahr in der Kultur. Ein durchschnittlicher Christbaum braucht, bis er 2 Meter hoch ist, braucht er ca. 8 bis 10 Jahre. In dieser Zeit, wir produzieren in der freien Natur, in dieser Zeit ist er natürlich immer gefährdet und für uns die Hauptzeit ist kritische Zeit ist im Mai. Im Mai, wenn die Spätfroste kommen, wenn die Eisheiligen sind, so um den 10., 15. Mai, tut es für uns immer eine sehr kritische Phase. Wenn es dort einmal Minustemperaturen kriegt, dann ist es für uns ein Problem und der Baum hat schon ausgetrieben, dann haben wir größere Probleme. Was bei uns über den Sommer ist, ist immer gefährlich mit Hagel, dass es Hagelschäden gibt, wenn der Trieb noch nicht verholzt ist und wir noch in einer frühen Phase sind, kann es passieren, dass da die Triebe durch den Hagel heruntergeschlagen werden. Und wie schaut das aus bei euch? Kann man ja wirklich selber Hand anlegen? Die Menschen können ja zu euch herkommen und können den selber sägen oder schneiden, sagt man ja, habe ich heute gehört. Man kann den Christbaum oder soll den Christbaum schneiden. Wie schaut das aus? Da gibt es ja auch eine Lagerung und alles bei euch hier. Jawohl, also bei uns in der Christbaumkultur kann sich jeder zwischen 8. und 23. Dezember selber einen Baum in der Kultur aussuchen. Es stehen ca. 3000 Bäume zur Auswahl und da sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein. Er kann sich da von jede Größe aussuchen und kann ihn selber schlägern, selber zur Halle bringen. Wir tun ihn netzen und wir lagern ihn selbstverständlich bis 23. Dezember. Lieber Karl, was hat es jetzt mit dieser rot-weiß-roten Banderole genau auf sich? Ja, diese rot-weiß-rote Banderole garantiert, dass es sich wirklich um einen steirischen, echten steirischen Christbaum handelt. Die steirischen Christbaumbauern haben sich zu einer Vereinigung, zu einem Verein zusammengeschlossen und wir garantieren mit dieser Banderole, dass es wirklich ein steirischer Christbaum ist. Und ich würde bitten, dass die Kunden auch so, wenn sie irgendwo auf den Verkaufsplätzen Bäume kaufen, auf diese Banderole achten und nur diese rot-weiß-rote Banderole garantiert ihnen, dass es ein echter österreichischer bzw. steirischer Christbaum ist. Frisch aus der Kultur ein echter steirischer Christbaum. Aber lieber Karl, was hat ein steirischer Christbaum mit dem Klimaschutz zu tun? Ein echter steirischer Christbaum, der hier geschnitten wurde, bedeutet sehr viel für den Klimaschutz, bedeutet sehr kurze Transportwege. Eben hier geschnitten, wird hier genetzt, kommt in die Region, hat einen durchschnittlichen Transportweg von ca. 40 Kilometer. Im Gegensatz zu anderen in Supermärkten, die schon 1000 Kilometer hinter sich haben. Des Weiteren muss man noch sagen, so eine Christbaumkultur bindet in 8 bis 10 Jahren ca. 140 Tonnen Kohlendioxid und produziert 100 Tonnen Sauerstoff. 1 Hektar einer solchen Kultur, somit leisten wir einen erheblichen Beitrag auch für den Klimaschutz. Also jeder, der hier einen steirischen Christbaum holt bei Karls Christbäume, leistet wertvollen Beitrag für den Klimaschutz.